Ein bisschen stolz ist Frank Flasche schon, wenn er über die Wiese mit den vielen kleinen Walnussbäumchen blickt. Zusammen mit seiner Frau hat er vor ein paar Jahren erst mit dem ökologischen Anbau von Walnussbäumen begonnen. Nebenberuflich. Hauptberuflich ist er Diplom-Forstwirt in der Entwicklungshilfe tätig. Walnussbäume sind sein Steckenpferd, nicht zuletzt wegen der Bedeutung für den Naturschutz. Der Walnussbaum ist ähnlich wie, wollen wir sagen, andere Bäume der Streuobstwiese. Lebensraum, Lebensraum für, wollen wir sagen, sehr, sehr viele Insekten. Es gibt also Dutzende von Insektensorten, darunter auch stark gefährdete Insekten. Der Eremit ist ja bekannt aus Stuttgart 21, bevorzugt eben auch an Walnüssen beobachtet. Und dann eben aber auch als Futterpflanze. Ne? Ich meine, die Walnüsse werden von verschiedenen Säugetieren gefressen, jetzt nicht nur Eichhörnchen und Mäusen, aber auch der Fuchs zum Beispiel. Nützlich für zahlreiche wildlebende Tiere und Insekten. Darauf wird in der traditionellen Landwirtschaft oft leider nicht geachtet. Lange Zeit wurden Walnüsse in Deutschland auch gar nicht angebaut. Bis heute werden die meisten Nüsse aus Chile oder den USA importiert. Damit der Anbau von Walnussbäumen wieder populärer wird, hat Frank Flasche sich etwas ausgedacht, das er mit einem möglichen Gewinn aus der Umweltlotterie auf die Beine stellen will. Der Pfad, der kann hier auf der Fläche von 7 Hektar rund 1 Kilometer betragen. Und den würden wir quasi in großen Mäandern hier in diese Fläche reinlegen. Da lassen sich dann auch Sitzbänke aufstellen oder eben die Schautafeln, die wir uns überlegt haben. Es wird informiert über die Walnuss, über die Bodenansprüche, über die Klimaansprüche, die verschiedenen Sorten, aber auch Techniken der Walnussveredelung. Das würden wir im Eingangsbereich, im Baumschulbereich machen. Und das Ganze soll auch barrierefrei werden, also sogar mit einem Rollstuhl zugänglich sein. Dazu sollen Schautafeln informieren, bei kostenlosen Führungen werden Fragen beantwortet. Kurz, möglichst viele sollen Lust bekommen, den recht pflegeleichten Baum anzupflanzen, gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels. Also das ist ein ganz natürlicher Prozess eigentlich, dass über sehr, sehr lange Zeiträume, wir dürfen ja vom Klimawandel nicht reden, wenn wir hier nur ein paar Jahre uns anschauen, aber man sollte sich gerade bei Bäumen schon rechtzeitig auf, wollen wir sagen, Änderungen, auch längerfristige Änderungen im Witterungsbereich einstellen. Die Walnuss mag es warm, kann aber auch gut Kälte ab und vor allem auch mal stärkere Regenfälle oder längere Trockenphasen ausgleichen, ohne Schaden zu nehmen. Ein Baum der Zukunft also. Grund genug, ihm mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Vielleicht ja bald auch auf dem Walnuss-Lehrpfad in Biebesheim.